Egal, ja, was ist das? Aber mir erklärt doch mal, was ihr da mitgebracht habt. Genau, ich habe keine Ahnung. Ja, ja, das sieht aus wie Donf. Ihr habt den Apotheker verprügelt, habt seine Sachen an euch genommen und wundert euch, dass ich flach euch verhaftet und ihr wisst gar nicht, was ihr da gemacht habt. Ich glaube, das ist Donf und das sieht aus wie Trashbart und das glaube ich. Oh, was anderes. Irgendwas anderes? Was ist das denn für ein Hintergrund? Ja, also er war schlecht sortiert, er hat die Dinger nicht mehr beschriftet. Aber die Tube mit Brandöl habt ihr da gelassen, ja? Ich weiß nicht. Es gab Brandöl? Wie sieht das aus? Karina, sprecht mit mir. Ja, ich möchte versuchen, davon irgendwas zu identifizieren. Ja, ist jetzt natürlich nicht wirklich beschriftet oder ja nicht richtig etikettiert, weil das alles im Rucksack durcheinander geflogen ist. Das ist eine Pflanzenkunde plus 3. Darf ich auch Heilkunde Krankheiten benutzen? Plus 3, plus 5. Eher jetzt, mittlerweile ist es eher eine Pflanzenkundeprobe oder eine Alchemie plus 3, das würde auch gehen. Gucken wir das auch mal an. Könnte den Ranzen schippen. Ach nee, Karina macht das. Unsere Magier reiten voraus. Ja, Garas ist der Einzige, der wohl die ein oder andere heilenden Kräuter dann noch identifizieren kann. Irgendeine Suppe, die da rübergelaufen ist und die das so ein bisschen verfärbt hat. Abelmir hat da wirklich nicht gut aufgepasst. Und dann kannst du dann so 2-3 Kräuter abreißen und deinem Pferd in den Mund stecken, in der Hoffnung, dass das hilft. So dass es dann nicht mehr geritten werden kann, aber die eben auch nicht mehr unter dem Hintern wegstirbt. Ja, sprinten müssen wir sowieso. Und ja, das ist das Wichtigste. Mein Pferd muss überleben und ich glaube, ich spreche trotzdem Heilungssegen und werte den auf, dass der auf uns alle gilt. Auf uns oder auf unsere Pferde? Ich werte ihn auf 10 Personen. Also nehme ich auch die Pferde mit, die noch da sind. Ja, dann kannst du gerne einmal Würfe, Heilungssegen aufgestuft auf PP und einmal sprechen. Ich glaube, wir benutzen den Heilungssegen aus dem Wege der Götter und nicht den Heilungssegen aus dem Lieber. Aus dem Lieber übersetzen. Weil der aus dem Lieber wird aufgeteilt und der aus dem Dings wird sozusagen nicht aufgeteilt. Es sei denn halt, du möchtest, dass jeder von uns einen LP bekommt. Die Texte sind gleich und du kannst auch sozusagen das Ganze nehmen, nur der Regeltext ist anders im Wege der Götter und der ist deutlich angenehmer für Gruppenheilung. Gut, dann würfel ich aber trotzdem erstmal und dann gucken wir den Text an. Ja, wie gesagt, ihr könnt dann kurz vor Berner absteigen und Garas lässt sich dann seine Zeremonie durchführen. Könnt das dann Ganze so ein bisschen begleiten, könnt ihr auch als Mitbeter fungieren, wenn ich zumindest könnte, also ihr dürftet das machen. Und wie gesagt, vor Berner heißt es dann zu Fuß weiter. Ja, währenddessen er das macht, zieht immer sich ein bisschen zurück, setzt sich im Schneidersitz irgendwo hin, wo es halbwegs trocken ist, auf so einen Baumstamm und meditiert und versucht nochmal die Stimme zu hören, denn er hat nicht ganz mitbekommen, was die Stimme gesagt hat über die Seelen, die er sammeln soll. Ich bin ja Akkulot, aber mit der Liturgie des Paios kann ich Garas natürlich nicht unterstützen, oder? Doch, das ist eine der Grundliturgien. Ansonsten für, ich glaube, 10 mitbetende Gläubige, und das werden alles Gläubige sein, würdest du ja nochmal Punkte Erleichterung bekommen. Also du kannst dann da die Punkte 9 Stück. Wie viele LEP sind das dann? Die sind zum Beispiel, schenkt dem Patienten 3 LEP plus zusätzlich LKP-Stern halbe Lebenspunkte. Also ich hätte einen LKP-Stern, was auch immer der dem bringt. Also nochmal plus 1. Genau, 9 Drittel sind dann immer noch 3. Halbe, nicht Drittel. Achso, halbe. Ja gut, dann sind es anstatt 8 sind es 4 und 9 sind dann 5. Genau, das sind 8 LEP für alle. Ja, Berla liegt vor euch sehr verlassen. Es gibt noch ein paar Büttel, die dann auf der Straße stehen, ein paar Stadtwachen, die euch dann entgegenschauen und das versuchen dann zu koordinieren. Aber von den 650 Einwohnern ist mittlerweile jeder aufgebrochen. Der Baron hat hier ganze Arbeit geleistet. Unterwegs wird immer noch mal die Leute fragen, also seine gesamte Gruppe. Ich habe da noch so ein paar Fragen, können wir da
nochmal zu kommen. Ich hatte sowas wie eine Art Visionstext, vielleicht auch dämonische Albträume. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es von beiden ist. Spricht. Habt ihr schon mal in irgendeinem Zusammenhang mit göttlichem Wirken, Seelen oder Dämonen vielleicht den Begriff Knochenmühle gehört? Ja. Was ist das? Was bedeutet das? Nun, wenn ein Paktierer oder ein Beschwörer, dessen Seele verloren ist, stirbt, dann gelangt er nicht wie normale Zwölfgläubige in die Vorhalle zu Boron auf ihrem Weg in die zwölf göttlichen Paradiese, sondern seine Seele wird in der Knochenmühle, in der Seelenmühle, ein Ion lang gemartert und zerstört. Und angeblich entsteht daraus ein neuer Dämon. Ein Bewohner der Niederhöhlen. Gibt es einen Begriff, der irgendwie mit dem Göttlichen oder Dämonischen zusammenhängt, der mit einem... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie aus dem tulamitischen Raum, aber ich glaube nicht, dass es damit was zu tun hat, mit dem Wort Sultan in Verbindung gebracht werden kann. Sultan. Und ja. Angeblich ist... Dies sind natürlich aus Ketzers und Texten entnommene Inhalte. Aber mir passt jetzt gut auf. Ich will aber trotzdem wissen, was es heißt, Jalan. Ich werde euch gleich erklären, wie meine Vision war. Oder was ich zumindest gehört habe, ob das eine Vision oder vielleicht eine dämonische Verführung ist, weiß ich nicht. Der höchste Herrscher der Niederhöllen wird Dämonensultan genannt. Okay. Also in meinem Kopf habe ich eine Stimme gehört. Weiß nicht genau warum, aber ihr könnt euch bestimmt daran erinnern. In zwei Mühlen waren wir ja. Das müsste der 16. gewesen sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der 16. Pereine. Wo das ganze Korn verfault ist und so, wo das angefangen hat. Ja. In der Nacht hatte ich Träume davon, wie der Wall, von dem ich gehört habe, den ich noch nie gesehen habe, vor mir war. Es war ein riesengroßes Konstrukt aus Menschen, aus Haut, aus wimmelndem Chaos und aus Untoten, wie er sich geöffnet hat. Und der Rondra-Geweihte hat jetzt hier in Galles gesagt, dass am 16. der Wall aufgegangen ist. Das war in zwei Mühlen. Jetzt habe ich am 19., also gestern, habe ich auch noch meine Stimme gehört, und zwar auf dem Weg hierhin. Die sagte, Seelen für deinen Thron, die Lebenden für Galotta, die Toten für Razazor, Seelen für deinen Thron, Plagen, Leid und Verfall für das Land, Hass für den Herrn der Untoten, Albträume für den Herrn der Untoten, Hass für den Herrn des Hasses, also den Gegenspieler zu Preis, Albträume für den Herrn der Untoten. Doch du frisst die Seelen, stiehlst sie dem Sultan vor der Knochenmühle. Also, wenn ich das richtig interpretiere, wäre das eine Möglichkeit, vielleicht Seelen vor der Knochenmühle zu retten. Aber ich weiß nicht, ob das nur eine dämonische Verführung ist, und ich weiß nicht mal, was ich mit dieser Vision oder mit diesen Worten anfangen soll. Deswegen wollte ich so viel darüber wissen. Es wundert mich, dass du überhaupt Stimmen hörst. Hast du in letzter Zeit irgendwelche... Ich fühle mich so stark wie noch nie, Jalan. Ich verfaule total, habe ich das Gefühl, und ich fühle mich so stark wie noch nie. Hast du in letzter Zeit Kontakt mit irgendwelchen Dämonen gehabt? Oder irgendein Artefakt vielleicht angefasst? Sagen wir, die KGIA hat vielleicht ihre Finger mit dem Spiel. Was hast du getan? Ich habe der KGIA einen Gefallen getan. Man sollte meinen, du würdest mich lange genug kennen, um zu wissen, dass du nichts Dämonisches anfassen solltest. Vor allem nichts, das dir dann Einflüsterungen der Erzfeinde gibt. Also, was war das für ein Gefallen? Einen, den ich weder Isarun noch Jalan erzählen darf. Weil eure moralischen Glaubensvorstellungen nicht kompatibel damit sind. Der Hausmann ist bei uns dabei. Wo ist eigentlich Ansween?
geht hinter euch, unterhält sich mit den Söldnern. Wenn man euch hätte informieren müssen, wärt ihr informiert worden. Ich gehe zu Anfin rüber. Ja, Fräulein von Spugelsen. Wenn ihr mir bitte folgen wollt, wir müssen uns dort vorne einmal unterhalten. Das klingt ernst. Ja, das scheint es auch zu sein. Ich werde euch natürlich begleiten. Über sagte uns gerade, dass er der KGIA einen Gefallen getan hätte. Was könnt ihr darüber sagen? Wir haben einen Blick in das schwarze Auge des Morgens geworfen und dabei unter anderem ihn gesehen. Und da wir, das heißt, eine Splittergruppe der KGA ein Artefakt beschaffen musste und daher Teile dieser Splittergruppierung gejagt worden sind, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir unsere Spuren verwischen und Ömer, dessen Gesicht im schwarzen Auge auftauchte, involvieren wollten. Sehe ich das richtig, dass ihr einen Reichsfremden involviert habt? Wir müssten, glaube ich, nicht mehr über politische Grenzen sprechen, wenn wir uns darum kümmern, dass das Mittelreich nicht zerfällt. Das mag richtig sein. Nun sprach er auch davon, dass Fähnrich Greifenmund und mir nichts davon gesagt werden sollte. Ja, das liegt in der heiklen Angelegenheit selbst begründet, dass es sich dabei um ein Artefakt handelt, das nicht der Priorskirche gehört, aber von ihr verwahrt worden ist. Ihr habt es also gestohlen. Um es mal kurz zu fassen. Nein, Answin hat gar nichts gestohlen. Und ich habe auch nichts gestohlen. Answin, ich werde das nur einmal sagen. Ihnen noch einmal. An meiner Freunde einer solchen Gefahr aussetzt. Das war nicht Answin. Und die anderen von uns im Dunkeln lassen. Das war nicht Answin. Ich war, das war jemand anderes. Die ganze Zeit bei euch, oder nicht? Bin aus Gareth gemeinsam mit euch aufgebrochen. Also Answin war das nicht. Answin hat weder den Befehl gegeben, noch etwas damit zu tun. Offensichtlich weiß er ja Bescheid. Ja, er weiß Bescheid, weil er eben jemand ist, der mit diesen Informationen, der moralisch weniger Bedenken hat als ihr beiden, damit schaut man zu Iser und Jalan. Denn ich weiß, dass ihr beiden mit den Informationen nicht so umgehen würdet und ich glaube, dass es eine Sache ist, die das Reich wirklich schützen wird. Und wie ich das schon sagte, wenn das mein Leben kostet, dann soll das so sein. Aber ich bin dazu bereit, dafür mein Leben zu geben. Was in aller Götternamen ist es denn, wenn das unseren moralischen Prinzipien so sehr widerstrebt? Würde ja den Zweck widersprechen, wenn wir euch das ja, jetzt also es sagen. Ist so, dass eben das Artefakt, was ich bekommen habe, muss ich an Rakala von Horsen-Rabenmund zu gegebener Zeit bei der Schlacht von Werheim überreichen. Das heißt, ihr führt jetzt ein Artefakt mit euch? Seitdem ich Werheim heimlich genommen habe, ja. Und ihr dachtet nicht vielleicht daran, uns das irgendwann mal zu sagen, damit wir vielleicht darauf vorbereitet sind, es beschützen zu können? Oder uns davor? Eigentlich hatte ich vor, noch ein paar Tage zu warten, bis wir in Werheim sind. Ich denke, also, alle beide. Nur damit ich das richtig verstehe. Ihr sollt das Artefakt zur Hochmagierin Rakala von Horsen-Rabenmund bringen, richtig? Ja, zumindest ist das, welche was das schwarze Auge gezeigt das, richtig? Hat. Was eine magische schwarze Kugel hat euch gezeigt, was es ist. Bei Feinden, die ganze Zeit Lügen und Verrat und Trickerei benutzen? Das schwarze Auge hat wohl schon mehrfach die Zukunft vorhergesagt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, jetzt mal abgesehen von diesem schwarzen Auge. Also, ihr solltet euch mit der Spektabilität in Werheim treffen. Nein, die Kugel hat nur gezeigt, wo mir berichtet wurde, dass eben ich das Artefakt an Rakala von Horsen-Rabenmund übergeben werde.
Und warum habt ihr euch dann nicht auf den Weg zu Rakala von Horsenrabenmund gemacht? Weil sie bisher selber noch nicht weiß, dass sie es brauchen wird. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Weil sie nicht weiß, dass sie... Wenn sie nicht weiß, dass sie es brauchen wird, warum... Na, entweder weil es eine göttliche Fügung ist oder weil es mein Ende ist. Aber ich habe Rafim schon gebeten, falls die Dinge schieflaufen, dass er mich erschlagen soll. Was denn schieflaufen? Ich habe das Gefühl, dass ich langsam wie ein Untoter zerfalle und zu einem Untoten werde. Und falls ich den Verstand verliere, muss dafür gesorgt sein, dass wenigstens einer aus der Gruppe sofort weiß, was passiert, wenn ich als Untoter Leute angreife, dass man mich zu erschlagen hat. Also habt ihr ein Artefakt dabei, das den Feind bestärkt? Tja, ich weiß nicht genau, was es tut. Ich bin ja schließlich kein Analysemagier. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ihr wisst überhaupt nicht, was ihr tut. Und ja, aber ihr wisst ja auch nicht, was ihr tut. Ihr wisst ja auch nicht, was ihr tut. Und jetzt könnt ihr auch noch Einflüsterung der Dämonen? Ja, das sage ich ja gerade. Dass eben, ich muss solche Dinge sagen, damit abzuerkennen ist, ob ich den Verstand verliere. Mir scheint, ihr seid alle eurer Mutter früher als Kind so oft vom Wickeltisch gefallen. Was ihr wartet, bis auf die Pferde unter dem Hintern wegsterben, um sowas zu sagen? Ihr schleppt ein gefährliches Artefakt auf einen Spazierritt quer durch Darpazien mit euch? Ihr habt das Ding Rassasor fast in die Hände getragen. Er hätte nur einmal kurz aus seiner Wolke herausfliegen und euch schnappen müssen und er hätte es gehabt. Das war nicht vorgesehen. Es war auch bestimmt nicht vorgesehen, dass du dich in Ketten legen lässt. Das ist richtig. Aber ich bin eine unwichtige Figur. Du bist nicht mal in der Lage, dich zwei Stadtwachen zu widersetzen. Wie kommst du dann darauf, dass Ömer aus irgendeinem Grund alleine gegen Rassasor aufnehmen können sollte? Wenn dieses Artefakt wirklich so gefährlich ist, dann gehört es sicher aufbewahrt in Koschbarseid. Nicht auf dem Rücken eines Pferdes. Das ist der Grund, weswegen ihr das von mir erfahren solltet, weil ihr eine Ansicht habt, die leider dem zuwiderläuft, wie es anscheinend genutzt wird. Wenn es nämlich nach euch geht, wäre es in irgendeiner Koschbarsaltkammer oder vielleicht in Burg Auralet verwahrt worden und ja. Weil es wahrscheinlich ein Artefakt des Feindes ist, das nur den Feind bestärken wird. Immer unsere Pferde sind buchstäblich zu Tode gefault. Es tut mir auch wirklich sehr leid um die Pferde. Und es geht nicht um die Pferde, es geht darum, dass dieses Ding das gemacht hat. Wir wissen nicht, was es sonst noch alles anstellt. Hier wachsen Käfer in der Hand. Ich sagte doch gerade... Mein Leben ist nicht wert, aber wir müssen zurück nach Wehrheim. Und aus irgendeinem Grunde wird Rakala von Rosen haben und wissen, was damit zu tun ist. Ich weiß es nicht, ob sie es überhaupt weiß. Ich weiß nur, dass diese Vision, die man mir genannt hatte, das ist... Du bist nicht der Einzige, der krank geworden ist. Wenn du dieses Ding nach Wehrheim bringst, was glaubst du, was passieren wird? Die gesamte Armee wird wahrscheinlich krank werden und der Feind wird einfach über uns hinwegschwemmen. Mit wie vielen Flüchtlingen hattet ihr Kontakt? Wenn wir es überhaupt bis nach Wehrheim schaffen, bevor uns die Dämonenfäule holt, oder was auch immer es nun ist. Der Pereine-Geweihte wusste auf jeden Fall mehr. Und selbst der hat euch nichts gesagt und es für richtig gehalten, und damit schaut er Jana und Isarun an, euch nicht zu informieren. Als Pereine-Geweihter, der Mann, der über Krankheiten Bescheid weiß, wollte euch nicht informieren. Na, fällt euch was auf? Checkt ihr irgendwas? Ja, der ist auch dumm. Dass seine Liturgie der ist auch dumm. Alles sind dumm, die nicht ihr seid. Natürlich. Das ist der Grund, weswegen ihr nicht immer alles wissen dürft, aber alles essen dürft. Ich weiß, dass er Pereine angerufen hat und wir nicht geheilt sind. Das alleine sollte eigentlich schon für seinen Charakter genug aussagen. Der Pereine-Geweihte wusste auch, dass sein Segen gar nichts bringen wird. Außer vielleicht Linderung, aber keine Heilung. Das wusste er. Meine Herren und Damen. So, es gibt noch eine Sache, die wir noch klären müssen. Und zwar, Ömer holt ein Blatt raus und schreibt da etwas drauf auf. Das ist wohl der Dämon, schreibt den Namen darauf auf und reicht ihn rum. Das ist wohl der Dämon, oder wie auch immer man das nennen soll, der mit diesem Artefakt sich eine gewisse Art von Verbundenheit fühlt. Sagt mir der irgendwas? Das ist eine Götter- und Kulteprobe, wenn du es jetzt selber nicht weißt. Ich weiß es, klar, aber ob mein Spieler es weiß. Dein Charakter, ja, also wie gesagt, Götter- und Kulteprobe. Nicht Magiekunde? Okay. Nee, ist Götter und Kulte.
Der Name ist euch allen geläufig, also ohne Probleme. Der steht im 12-göttlichen Kalender, beziehungsweise steht er nicht. Er wird einfach ignoriert. Es gibt halt diese 5 schwarzen Tage im Jahr, die auch keinen Namen besitzen. Sie sind einfach nicht genannt, aus gutem Grund. Dies ist der 3. Tag. Ihr führt ein Artefakt, der heißt Diener des Unausgesprochenen mit euch? Es ist kein Diener, es ist ein Tagesherrscher. Der Name, der genannt wurde, dieser Name, den ich aufgeschrieben habe, ist der Name, der wurde mir genannt von den Piranha-Geweihten. Ich selber wusste es nicht bis dahin. Wir spielen gerade dem Rattengott in die Hand. Es ist wie gesagt kein Diener des Namenlosen. Ich bin mir selber nicht ganz sicher, wohin das führt, aber eben, ich will für das Gute streiten und ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie den Fall von Verhan zu verantworten habe, aber die KGA war davon überzeugt, oder zumindest die Person der KGA war davon überzeugt, Angenbruch war davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Es war nicht Bestimmung, dieses Artefakt in die Hände des Feindes zu fallen. Nein, es sollte in die Hände unserer Armee fallen, dass wir alle sterben, bevor der Feind überhaupt ankommt. Und okay, das war der größten Schlacht gegen die Dämonen. Was jetzt? Was tun? Okay, jetzt hör auf zu meckern. Was jetzt? Was tun? Was ist jetzt der nächste Schritt? Sag's mir. Sag's mir, oh großer weiser Mann, der so viel meckert. Ich sag euch, wie es ist. Nein, ich will jetzt von Herr Karin hören, was wir als nächstes tun sollen. Was ist denn der richtige Schritt, wenn das jetzt alles bisher falsch war? Wenn noch nicht alles zu spät ist. Dieses Artefakt, was auch immer es ist, es muss weggesperrt werden. Es darf nicht zu unserer Armee kommen. Es darf nicht alle... Okay, dann sollten wir nach Burg Auralet reisen und es dort wieder hinbringen, wo es hingehört, wo es rausgestohlen wurde von Angenbruch. Okay? Ja, es sollte dorthin, wo es hingehört. In die Kammern der Chaoskirche, die es mit Grund weggesperrt haben. Gut, dann tun wir das. Ich halte das zwar grundsätzlich für das Falsche, aber ich werde das tun mit euch zusammen. Answin? Denke, die KGA hat doch ein Wort mitzureden. Answin? Angenbruch sagt, das Ding soll sogar Kala, ja? Ja. Die Pläne stammen nicht von Angenbruch selbst. Sie stammen von Nemrod. Gut. Wenn Nemrod das so richtig hält, dann werden wir das so tun. Ich glaube, ihr habt noch nicht verstanden. Auch ihr, Karinor, nicht. Nemrod hat diese Pläne bereits vor 5 Jahren gemacht. Damals gab es noch nicht einmal Ömer. Wurde ihre Spektabilität bereits benachrichtigt, dass sie ein Artefakt in Empfang nehmen soll? Nein. Zumindest nicht von mir. Ja, vielleicht hat Angenbruch das ja mitgeplant, dass es wichtig ist, dass es so läuft. Keine Ahnung. Wer weiß, auf welchen Wege diese Information zum Feind gelangen könnte. Das Kind ja, ist da ist es natürlich besser, das direkt nach Osten zu tragen. Ich fasse es immer noch nicht. Je weniger Leute wissen, desto besser ist es. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die Götter mir für eine Aufgabe auferlegt haben. Und ich hoffe, dass es eine Aufgabe der Götter ist. Wenn es überhaupt die Götter sind, genau. Der ja, Feind kann genauso sehr in die Zukunft blicken. Der Feind hat gezeigt, dass sie uns täuschen können. Ja. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass wir den Kurs von Satinov sowieso nicht ändern können. Er ist der Fährmann und er wird uns dorthin führen, wo unsere Reise uns hinführt. Und offensichtlich hat es Ömer nicht verloren. Wir stehen kurz vor den Mauern von Verheim. Es ist nur noch eine kleine Tagesreise von Berla aus. Und nun ja, die dämonischen Herrscher sind natürlich auf dem Weg, aber hinter uns. Er hat sie also weder Galotta noch dem schwarzen Drachen überbracht. Wenn er einen Plan hatte, ist das für mich gut genug. Gut, das ist etwas, was ich sogar noch lieber unterstütze, als es wieder zum Burg Auralet zu bringen. Hab doch ein wenig Vertrauen in die Zwölfe und ihre Wege. In die Zwölfe vertraue ich und ich vertraue darauf, dass Praios das weggesperrt hat, dass andere es gestohlen haben und jetzt frei herumgegeben haben auf Worten einer magischen Kugel, die nichts mit den Zwölfen zu tun hat. Ihr maßt euch also an, die Wege der Zwölfkötter zu kennen? Und ihr tut es auch?
Ich habe sowas nie behauptet. Der Herr Fex gehört auch zu den Zwölfen und der Herr Fex nimmt sich manchmal Dinge, um aus einer anderen Perspektive damit andere Dinge zu tun. Das heißt nicht, dass der Herr Preuß es nicht gut gemeint hat, die Dinge wegzusperren. Das heißt nur, dass der Herr Fex einen anderen Weg gefunden hat, wie man es auch machen kann. Und das ist meines Erachtens nach, dafür stehe ich sehr stark ein. Und deswegen bin ich auch so dafür, es nicht nach Burg Aurelit zu bringen, sondern nach Wehrheim zu Rakala von Hausen Rabenmund. Das Kind ist nun schon in den Brunnen gefallen. Es zurück nach Aurelit zu bringen würde, uns nur wieder da lassen, wo wir angefangen haben. Und dann wäre die ganze Sache für nichts gewesen. Ich schlage vor, wir bewegen uns weiter auf Wehrheim zu, schicken aber eine Vorhut von einigen von uns dorthin und schauen, ob wir die Spektabilität auch finden können. Und was diese empfiehlt. Ich denke nicht, dass sie im Bilde ist. Ich denke, sie weiß, was man damit tut, aber ich denke nicht, dass sie weiß, dass wir es haben. Genau, ja, wenn sie aber weiß, was man damit tut, dann kann sie uns auch sagen, ob es gefährlich wäre, dieses Artefakt in die Stadt, in die Schlachtreihen hineinzutragen. Ja, wir können ja einfach dafür sorgen, dass ich sozusagen irgendwie einige Kilometer vor Wehrheim oder mehrere Kilometer vor Wehrheim einfach mal warte und ihr dann Rakala von Rosenraben unterrichtet, dass sie mal herkommen soll. Das also scheint mir der beste Plan zu sein, den wir haben. Denn Booten können wirklich abgefangen werden. Wir müssen jetzt damit rechnen, dass immer mehr Booten abgefangen werden Richtung bis Wehrheim. Ich will nicht sagen, aber die Armee ist hinter uns. Wir können jetzt hier keine großen Wir treffen uns irgendwo Spielchen machen. Ja, aber einige Stunden haben wir schon dafür. Nicht zu vergessen, dass Torx hier noch irgendwo herumgeistert. Zusammen sind wir sicherer. Und wer weiß, was noch alles. Wenn ihr mich fragt, dann würde ich Rakala bis aufs Erste im Unklaren darüber lassen. Weil uns im Unklaren bringen? Darüber zu lassen ja auch so hervorragend funktioniert hat. Hat es doch. Seid ihr gestorben? Fühle mich. Sind unsere Pferde alle tot? Verfault Ömer von innen heraus? Ja. Hat Ömer Käfereier in den Händen? Ja, hab ich. Das ist doch keine sichere Aufbewahrungsmethode. Habt ihr eine bessere? Jetzt nicht mehr. Er hat es bis jetzt überlebt, er wird auch den nächsten Tag überstehen noch. Und sollte es nicht überleben. Ich klopfe einmal auf mein Schwert. Dafür sorgen, dass er anständig begraben wird. Oh, großartig. Und uns könnt ihr auch alle gleich mitbegraben. Und die gesamte Armee und das gesamte Mittelreich. Ihr seid für einen Reihergeweihten ganz schön pessimistisch. Ja, er hat's nicht so mit der Harmonieverbreitung. Ich glaube nicht, dass jetzt die Zeit für dumme Scherze ist. Ich glaube, das ist die Zeit für dumme Disharmonie. Die Dummheit unserer Zeit ist... Ich sag euch, wie es ist. Wir können es jetzt einfach nur noch akzeptieren. Die Armee kommt, wir müssen uns vorbereiten. Und ich weiß nicht, ob ihr Magier euch vorbereiten könnt, aber tut es besser, denn die Schlacht kommt. Diese Diskussion zeigt mir, dass ihr weiterhin nicht vertrauenswürdig seid für nächste Sachen, außer Yalan. Der dann die versteht, kommt wenn zu Dinge wichtig passiere, was wolle. Ja. Danach können wir uns in aller Ruhe mit das Führen wieder diese Aktion auseinandersetzen, Karinor. Aber jetzt haben wir weder die Zeit noch die Mittel. Dann hoffen wir, dass wir uns danach noch darüber unterhalten können. Zudem müssen wir Rakala beschützen, wenn sie das Artefakt untersucht. Wer weiß, welchen Versuchen sie unterliegt, wenn sie dieses Artefakt untersucht, beziehungsweise welche Kräfte von außen wirken. Oder wen Rassasor schicken wird, um es in die Krallen zu kriegen. Genau. Wenn er erstmal erfährt, wo es ist.